Kohl hat das gefunden, sagt er. So, ich habe einen Reward zu receiven. Und den receive ich mal und dann gehe ich auf Charakter und dann open ich den Reward und ich bekomme, ein verschissenes Kack-T-Shirt, dass du dir mal sowas von in den Arsch stecken kannst. Hier raus. Das wird für 50 Grad wieder verkauft. So, tschüss. Scheiß da. So. The beat. Feel the beat. The beat upft. Der alte Henne ist ready. Ready hat er gekriegt. OC, California Squad. Up Kids California. Spielen in der Western. In der San Fernando. Irgendwas die Hose zwickt. Oh, die Hose zwickt. Ja, ja. Oh mein Gott, hier wird geschossen. Oh mein Gott, Waffengewalt. Oh mein Gott. Das gab's noch nie, Emergency. Wo ist die neue Waffe? Die hat jemand mitgenommen. Voll die Drecksau. Geht gar nicht. Drecksau. Da geht Atme. Steil. Was ist denn das schon wieder für ein Server hier, ne? Warum? Weil jetzt 50 Leute da sind. Ozeanien. Ja. Das ist normal. Übrigens braucht ihr euch auch nicht zu wundern, wenn man nichts trifft, obwohl man genau zielt, wenn wir irgendeinen Server haben, der Kackping hat mit irgendwo Ozeanen im Arsch der Welt. Die haben genialen Ping, weil die Server stehen an derselben Stelle, aber werden durch weniger Leute belastet. Du glaubst nicht, dass die wirklich Serverzentren auf die Welt verteilen? Hä? Glaubst du, der Google-Server für Deutschland steht in Wiesbaden, wenn du googelst, oder was? Die sind mit so einem Flieger wie in dem Spiel, sind sie über Ozeanien geflogen, haben irgendwo den Server abgeschmissen. Ist irgendwo im Marianengraben gelandet, da ist er sicher. Er muss halt nur mit hohem, muss nur mit hohem Druck klarkommen. Marianne, was ist in deinem Graben? Fuck you. Sag mal, Boss. Das soll. Da will jemand über den Chat, dass man seinen Bullen sackt. Wo? Wer? Sag mal, Bulls, hat er gesagt. Warte mal, nicht drauf bewerben, ist ein Fehler. Feel like a fucking mild snack. Something I fucking nibble on when watching a fucking teaser for a fucking movie. Hey, ich bin hier gerade am Flirten, ja? You can't fucking feed me. You got fucking tiny nuts, mate. Für einen PC-Charakter ist ja echt ganz hübsch. Könntest du das mal aufhören hier? So, wir fliegen Richtung Norden. Wir könnten tendenziell entweder die Ruine probieren oder nach Zagi. Zagi wird schwer, denn dann ist es nicht mehr. Aber Ruinen sind auch ganz schön weit weg, gell? Ja, das geht schon. Der fliegt ziemlich gerade über Seven. Gut, man hätte auch auf die Military Base gehen können, weil da jetzt irgendwie 3 Leute abgesprungen sind. Sind mir 3 zu viel, sag ich ganz ehrlich. Da geht jetzt ein bisschen was. Jump in Allen! Hallo Henne! Das ist ja eklig.
Ja, bist du in den Ruinen, schau ich's nicht. Ich komm, kann einfach nicht weit fliegen. Ich weiß nicht, wie das geht. Er muss vorher den Fallschirm ziehen. Es gibt so eine, kannst online gucken, so eine Skala, da siehst du, wie weit du kommst mit gezogenem Fallschirm und ohne gezogenem Fallschirm. Das macht echt wahnsinnig viel aus. Aber hier geht eh keiner runter, also kann man auch hier unten bei den ganzen Häusern runtergehen. Mhm. Ja? Bei der Stadt oder wo? Nee. Nein, hier vorne. Habe ich mir nämlich jetzt auch gedacht. Ich habe hier nämlich auch ein paar Häuser, wo keiner hingeht. Ich habe hier Ruinen. Dann nimm doch deine Ruinen. Mach ich auch. Dann kauf dir doch was von. Ich kann sehen, was du davon hast. Hast eine Ruine. Glückwunsch. Ach, der Händler ist jetzt bei meinen Häusern hier. Weiß ich nicht, frag ihn. Preismäßig nicht Preise. So gut. Sag's doch, wie es ist. Hör doch auf mit dieser Schönrednersprache. Hab mal für einen bestimmten Auto, der hat ja die Ruinen. Ja, ich hab ein Bike. Ich weiß nicht, ob ein Beiwagen oder nicht. Das sieht man doch. Gib mal da. Ja, zu weit entfernt. Oh. Blind ist er auch noch. Ich hab mit 16-fach Zoom auf der anderen Seite der Insel ein Bike gesehen. Ich kann dir aber nichts sagen. Nee, nee, das steht schon. Steht schon hier bei unten bei der Lagerhalle steht das halt, ne? Ach, an der Lagerhalle ist es plötzlich. Ja, ja, der feine Herr. Ich war noch bei den Ruinen. Ja, ja. Ich bin ja bei den Ruinen, ich war noch in der Luft. Ach, wie jetzt nicht mehr so zurechtlegt, dass es gefühlt gut ist. Ja, ja, das ist. Die haben ja jetzt die Sichtweite von den Fahrzeugen. Ach, jetzt haben sie auf einmal die Sichtweite verändert. Klatsch. Ach, jetzt klatscht es auch noch. Da kann man mal klatschen. Oh, Contrair-Moppeltitte. Nein, das hatte ich vorhin schon gesagt, hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich finde Moppeltitte eigentlich gar nicht wirklich von. Also, eigentlich stehe ich da überhaupt nicht drauf. Wieso? Nee. Ist nicht meins. Also, ich find's zu viel ist auch nicht gut. Findest du nicht, wenn man morgens draufhaut, muss es abends noch wackeln? Nein. Ich auch nicht. Habe ich nochmal gehört. Oh, MP9? Nein. Stop. Nein. Was war denn eigentlich das neue Gewehr, was jetzt gekommen ist mit der Pistole? Nein. Kaka oder so. Das kann er aber nur aus dem Loot holen. Ah, Kaka. Toll. Da holt man also, im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße aus dem Loot. Nee, das hat einen richtig, richtig guten Rückstoß, also fast gar keinen Rückstoß. Richtig guten Rückstoß, es fliegt dir total um die Ohren, geiles Teil. Also, du kriegst es direkt in die Fresse beim Abdrücken. Noch nur MP9, braucht jemand nur MP9? Ach nee, mal den braucht keiner MP9. Richtig, du hast es erfasst. Ihr zwei, ihr habt schon mal miteinander, ein bisschen. Ah ja, der Atmer, du, als der mir mal so richtig eingeatmet hatte. Das ist ja ekelhaft. Achso, es ging ums Atmen. M16 ist natürlich auch noch da. Aber mit weniger Schuss, aber mit mehr Reichweite und mehr Feuerrad und mehr Leistung im Vergleich zu MP9. Ja, das war mir mit dem. Wieder Vergleich zwischen dir und mir. Alles besser. Bei mir mit dem Schuss aber auch so ein bisschen Schuss. Das Problem. Schuss habe ich, meine, die Kür ist leer. Hallo, warst du hier schon in den ganzen Häusern? Ja, auch in den kaputten. Gut. Also ich habe überall die Tür offen gelassen, dass man sieht, wo man schon war. Ja, hier warst du eindeutig noch nicht. La 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 la. Deine Hütte, die du übersehen hast, war eine Bumpgun drin und ein Rucksack Stufe 2. Ah. Langweilig. Und der Rest hast du jetzt alles schon. Naja, aber jetzt auch nicht viel gefunden. Ja, aber ein Wohnmobil! Dann gehen wir jetzt einmal Richtung Stadt runter und Atma holt uns gleich ab mit dem Beiwagen. Cool. Wir verlassen uns auf dich. Ihr seid so blöd. Nee. Ja. Ich glaube aber, ich renne hier runter in die Richtung, nicht Richtung Stadt. Falls der Atmas vergeigt, dass ich noch wenigstens wegkomme. Klau. Klingt nach hin. Denn das wäre mit Schlau schon gesagt gewesen. Hin. Ich renne. Was ja, genau. Der rennt hier lang. Rett hier lang! Und wieder! Henne! Rett hier lang!
Spannend. Ja. Muss eine Henne sein, wenn der Wind sich dreht und du den Mief siehst, wie er steht. Alles für eine MP. Hab nur keine MP. Ja, aber es dreht wieder wie die Potsau. In 30 Sekunden geht der Kreislose. Was macht der? Shopping oder was? Shopping. Ich chill mit dem Unterschied zwischen Kompensator und einem Mündungsfeuerdämpfer. Das eine kompensiert und das andere dämpft. Und was das eine, heißt das? Das eine ist für den horizontalen, das andere für den vertikalen Rückstoß. Ah. Okay. Ich hätte ja gerne einen Silencer gehabt. Silence! Ein Silent Dancer. Ich hab einen MP-Silencer dabei. Ja? Geil. Kein MP. Ja, ich aber. Ja. Also ich hab ein Haus, wo absolut gar nichts drin ist. Fragen wir mal die Masse, ob mich das juckt. Die Masse schweigt. Ja. Ich frage mich ja, ob andere Teams auch so professionell wie wir nie zusammenlaufen. Kann man wenigstens nicht als Team erwischt werden. Das war immer so die Taktik, weshalb ich immer lange überlebt habe. Ich habe immer geguckt, was machen die anderen? Oh, die rennt gerade voll in einen Hinterhalt rein, oh, sind alle tot. Gut, ja, ich gehe dann mal woanders hin. Ein Beiwagen. Ist auch ein Motorrad dran? Ja, ist auch ein Motorrad dran sogar. Faszinierend. Muss hier noch irgendwo runterkommen. Ja, komm mal runter. Von meinem hohen Ross. Das zieht ganz schön zur Seite, das Ding. Jetzt komm mal runter, ey. Was? Seit wann fahren sich hier Motorräder denn schwer? Angeblich haben sie es ja verbessert. Ja, sicher. Hast ja gesehen, man darf nur nichts berühren beim Springen. Dann landet man überall gut. Weil du irgendwas berührst, tot. Insta-Kill. Alles, was steht. Also ich finde eher, dass sich das Motorrad schon mal besser gefahren hat, aber gut. Nein, das ist jetzt besser, dann liegt es an dir. Genau. Es gilt das, was die Werbung sagt. Genau. Auch wieder mal, die uns abgestimmt haben, wie wir auf denselben Punkt am Ende zulaufen und uns treffen. Einzige, der wieder nicht mit dem System klarkommt, ist der Atmer. Wieso? So halt, einer muss die Arschkappe kriegen. Bin noch on my way. Amarillo! Da vorne rennt einer, der will vor mir an der Tankstelle sein. Ich knall ihn ab! Der will nicht zur Tankstelle, mach ich dir keinen Kopf. Okay. Lass mich raten, da steht ein Auto, was du gesehen hast. Mhm. Gut, so, aber die Tankstelle gehört mir, Motherfucker. Die Tankstelle ist gar nicht im Kreis. Ah, war noch Philosoph. Er nimmt jetzt eine Hände mit? Einer von euch? Einer von uns ist keiner von uns. Das L steht für Liebe, ihr Wichser. Braucht keiner mehr eine Weste? Hier, diesmal eine. Nee. Und ein Helm? Nee. Ich fahr bei Martin mit, das sieht sicherer aus in so einem Ding. Ich hab ne Pistole und die werde ich auch benutzen. Peng! Peng! So. Hast du nur eine Pistole? Reicht doch. Ja, ich hab auch eine Zweischuss-Pumpgun. Oh. Ey, Mann, die fährt gerade auf den Baum zu, dass der Arm den nicht sieht und letztendlich. Ja. Das war echt so. Ja, ich bin schon eine kleine Drecksau. Ich weiß schon, warum ich hier mit drin sitze. Ich weiß es schon. Als er besser stinkt? Was? Ja, wenn er eine kleine Drecksau ist, wird es auch stinken. Das ist ja ekelhaft. Ach, weil es hier so stinkt, hat der Mann in den Schnuddel aufgebaut. Wir fahren gerade voll auf die Zone zu, ne? Ja. Auf die rote. Ja, und dann ist doch da keiner draußen und erwartet uns.
Ich hab Angst, das kommt doch hierher, das kann ich auch nicht. Ah. Siehst du, das kommt auf uns zu. Das war's, wie ich gesagt hab. Auf zum Loot! Wo ist der Loot? Allgemein zum Loot, nicht zu dem Loot, zum Loot. Du nicht, du bist ja schon voll equipped. Stimmt. Du gibst Feuerschutz. Okay. Wir stürmen da rechts. Die Halle. Da ist bestimmt jemand. Marlin, wo fährst du hin? Marlin? Ach, unauffällig. Aber ganz unauffällig. Naja. Hätte ja sein können, dass jemand da ist, der schon während der Fahrt auf uns schießt, dann hätte ich weiterziehen können. Was war das jetzt? Hinter der Tür steht keiner. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen, den durfte ich. Jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Geiler Typ. Einfach mal voll durch die Tür rotzen. Hätte ich jetzt einen gekillt, dann hätte ich beim nächsten Mal ein Bier ausgegeben. Ah, fuck, der kann ja mich ärgerlich. Guck jetzt einfach mal für dich mit, Henna. Sehr gut. Aber das macht, ergibt dann Sinn, wenn du nicht in dieselben Räume läufst wie ich. Hier ist eine Blendgranate, die brauchst du. Hier ist noch Kaliber 12. Ich habe gerade eine M16 gefunden. Ja. Nehm einfach mal soweit alles mit. Brauchst du, ich hätte noch weiteres MP-Magazin für dich und den Schalldämpfer, den schmeiße ich auch mal hier hin. Ja, Schalldämpfer. Hier oben liegt noch Kaliber 12. Und das erweiterte Magazin ist natürlich auch perfekt. Hier, wo ich gerade stehe, habe ich es geschmissen, was ich so habe. Geil. Oh. Was? Als Zweitwaffe habe ich jetzt eine K. Cool. So schnell wendet sich das Blatt, wenn man es wendet. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendeinen Scope oder so. Der hat wieder Ansprüche. Ich habe auch nur ein Holo und einen Red Dot. Schönerweise habe ich aber schon Kugelschlaufen für die. Nehme ich auch. Ja. Die K? Oh, cool. Oben ist nichts mehr? Nee, oben war. Dumm ist, ich habe für die 16er nur ein Magazin jetzt, aber naja. Was ist denn? Für die M16? Ich habe noch 30 Schuss dafür. Brauchst du die nicht? Nee. Ach, guck. Brauchst du dafür 9mm? Nee, eigentlich nicht. 285 Schuss. Aber ich kann dir die trotzdem geben. Hm? Oh, Zone. Hilfe, wo geht's hier rein? Hallo, Henne. Nicht die Tür aufmachen. Arschloch. Ging nur noch gar nicht los. Hier, dein Schuss. Ja, yeah, nice, kann ich mir wieder einen Schuss setzen. Der Kringel ist wieder lustig, der geht irgendwo an den Strand. Oh Gott, schon wieder. Ja, wahrscheinlich diesseits, aber. Ja, aber wir haben ja Lust. Lass uns mal meine Mauer abwarten. Da ist es schon. Ja, 20 Verbände, als ob ich jemals dazu komme, 20 Verbände zu nehmen. Deswegen habe ich nur 10. Deswegen habe ich einen Erste-Hilfe-Koffer. Da habe ich auch einen. Wenn die 20 Verbände nicht reichen. Oder wenn es mal gut werden muss. Alles klar. So. Wollt ihr laufen? Nee, ich wollte hier noch ins Haus rein. Achso. Achso. Hier sind die Türen offen, hier sind die Türen offen. Nehm ich mit, ich bin jetzt ein guter Bordschütze. Gib mir ein Ziel, ich fahre sonst irgendwo hin. Da gehen wir drauf, da gehen wir auch drauf, da. I can't stop this feeling. Deep inside of me. You just don't realize what you do to me. Oh, ich bin so silent. Schade gedämpft. Weißt du, das sind die Leute, die nicht den negativen Aspekt eines Schalldämpfers kennen. Weniger Schalldämpfer?
und Reichweitenreduktion. Ja. Aber im Nahkampf. Wer dich trifft, den kann man als nicht schießend werden. Da stehen jetzt schon wieder 8 Autos genau an der Küste. Da drüben ist der Lou. Wo? Auf der anderen Seite suche ich. Ziemlich was los hier. Bum bum macht's. Irgendwo. Die Häuser hier sind noch zu. Anne, hast du noch irgendein Visier? Ich hab keins mehr. Ich hab ein Zweifach auf meiner. Ich meine übrig. Ding. Übrig nicht, nee. Brauchst du es Zweifach oder würdest du es gegen Holo tauschen? Ich würde es gern behalten, ich fühle mich glücklich damit. Ich hab das auf meiner Dings drauf. Ich hab halt einen Sniper ohne Visier. Achso. Bist du ungünstig, ja. In dem Falle würde ich sagen, tauschen wir, weil du kannst damit besser umgehen. Ja. Willst du Holo oder Rotpunkt? Rotpunkt. Willst du auch Verbände dazu? Hab ich. Gibt's gratis. Die Karre ist auch gar nicht auffällig davor. Deswegen habe ich sie ja extra wohin nicht an den grünen Punkt gestellt, den du gesetzt hattest. Eigentlich eine ziemlich gute Position, die wir haben, ne? Ja. Vorne fährt ein Auto. Wo ist vorne? Nordosten, hinter der Hügelkette lang. Nach rechts ist ein Moped. Fährt an den Maprand, das heißt, wir können damit rechnen, dass der demnächst wieder zurückkommt. Alter, ist das hier eine geile Kuhle, wo ich bin. Das ist auch gut bei dir, ja. Ist da noch mehr Platz? Obwohl, meine ist eigentlich auch schon ziemlich. Hast du ja noch mehr Platz bei dir? Nee, nicht wirklich. Ja. Ja, bei mir ist eigentlich auch schon ziemlich top. Und der Martin fängt die anstürmenden Gegner dann ab, schießt in den Rücken. Unsere Position stürmen wollen. Nur wenn halt jemand auf der Dings ist, könnte er mich gut treffen. Das Flugzeug, schießt mal jemand eine SOS-Leuchtrakete. Ich fühle mich halt hier ein bisschen offen. Muss ich gestehen. Du bist ein bisschen offener, ja. Aber du kannst, hier ist noch Platz bei mir, Martin. Also den Loot hat keiner geholt. Sollten wir später rüberschwimmen. Fallen noch gerade 2 neue. Wo denn? Ich sehe die gar nicht. Die Brücke, ich traue mich hier nicht rüber, weil ich das. Die Angst habe, dass ich jetzt zu nah am Wasser bin, dass sie mich von drüben sehen. Aber hier habe ich. Das ist natürlich die Frage, auf welcher Seite des Kreises wird es hinkommen, ne? Ja, gut, aber wir können rüberschwimmen im Notfall jetzt, wenn es den verzieht. Belebt man einen Sprung ins Wasser? Oder springt man einfach ein bisschen runter? Schießt was? Das tut auch weh. Jetzt fährt das Moped zurück, da vorne, wo es eben kam. Auf uns zu. Ja. Deckung bleiben. Zieht durch. Genau, mein Silencer ausprobiert. Jetzt ist hier Macht, ich wäre Deckung geblieben. Ich wäre liegen geblieben, hätte er gerade gemacht. Wir haben neue Freunde gefunden da hinten. Kein Rennen sehen. Da hinten rennt einer bei 30. Auf dem Feld. Was soll man noch rennen? Sehe ich nicht. Der ist jetzt hinter der Hügelkette.
Kann man noch ein bisschen rennen. Na, auf der Ölkette hochkommt, knall ich ihn ab. Sehr gut. So muss das sein. Wenn er schlau ist, hält er. Ne, hält sich nicht. Also. Jetzt hör weg. Er ist genau hinter dem Baum stehen geblieben oder ist nach unten, ne? Ja. Happen! Erwischt. Ausgenockt. Sehr gut. Sehr gut. Das klingt immer da so geil. Da ist noch einer. Tot. Da war noch einer. Wo ist der zweite? Da rechts, rechts ja, drin, sehen. Die Rügelkette, ja. Ganz rechts am Baum. Ja, oh, der ist direkt vor dem, vor der blauen Wand, vor dem Grissel kann ich nichts sehen. Übrigens zieht sich auf der anderen Seite zusammen, ne? Auf der Mitte. Wir springen gleich einfach ins Wasser und tauchen. Ich dachte, man kann nicht ins Wasser springen. Ja. Jetzt müsste man ihn kriegen können. Jetzt steht er links vom Baum. Ja. Jetzt steht er, glaube ich, rechts vom Baum, oder? Ja, da weiß ich, woher es kommt. Gut. Ausgenockt. Ja, der liegt ausgenockt dahinter. Ja, aber das ist noch ein anderer. Da ist noch einer. Ja? Ich hab da eben noch einen gesehen, der ja. Hat jetzt auf mich geschossen. Ich gesehen haben, sind sie gleich zu weit links und erwischt. Haben im Kopfschuss ausgenockt. Gute Sache. Ah, da. Killt den einen. Runter. Da rennt noch einer. Ja, der hatte den wiederbelebt. Martin, zieh du dich schon mal zurück, du bist so nah an der Grenze. Oh, fuck. Mit Schaden. Mhm. Danke für das Zweifachscope. Gerne. Alles klar, alle runter, 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 ich runter. Ich wusste, runter. Dass du das gut verwendest. Man bemüht sich. Oh, scheiße, hier ist es steil. Du kannst nicht einfach ins Wasser springen. Es gibt da so einen kleinen Weg, da müsste ein bisschen Schaden, wieso ich gehe jetzt. Ja, ein bisschen habe ich gekriegt, aber bin unten. Fuck. Oh, da ist weniger Schaden. Ja. Oh, das habe ich überraschend gut überlebt. Fährt ein Auto über die Brücke. Das wird arschknapp bei dem letzten. Mhm. Ich hab's gerade so gepackt. Doch, drin. Boah, ist der Kacke im Kreis. Ja, müssen wir jetzt auf die ganz andere Seite schwimmen. Erstmal gucken, dass wir an Land kommen, dass wir uns wehren können. Ja. Das ist der Loot? Ja, dritter Kill gezählt, er hat es nicht mehr reingeschafft. Geil, naja. Hab das ganze Squad niedergeschossen. Aber was mich halt nervt, ist mit der K zwei Hits ausgenockt und ausgenockt hat er nochmal zwei Hits gebraucht, um tot zu sein. Das mit der K. Da fährt ein Boot unter der Brücke. Wo wollen wir hin? Ja, du scheinbar zum Loot. Ja, und ihr? Du hast gesagt, so schnell wie möglich an Land. Ich schwimm Richtung grünen Punkt. Ah. Ja, der grüne Punkt war... Ja, nee, okay, stimmt. Ich schwimm ein bisschen weiter. Grüne Punkt ist da, weil da rechts. Ist Land und da ist dieser große Stein. Mhm. Und dahinter seht ihr die schräge Landmasse mit ein paar Bäumen und Häusern, hätten wir ein bisschen Deckung. Mhm. Ja, das Problem ist, das war... Ja, wir müssen dann gleich vorwärts, aber wir können an dieser Landmasse vorwärts, dann haben wir wenigstens von links einen Sichtschutz. Wenn wir am Strand bleiben, dann können wir von allen Seiten über den Haufen geschossen werden. Ja. 11 Gegner haben wir noch. Ich habe gerechnet, dass wir so gut sind. Es ist schon wieder nach 11. Stimmt. Kann man eigentlich unter Wasser Verbände nehmen? Nee. Nur aber wiederbeleben. Wiederbeleben, ja. Atmer sichert als erstes mit seiner Scheibe genau. Dämpft.
haltet mal Silence den Sniper vom anderen Squad aus. Zack, zack, bum, bum, bang, bang. Atme von. Er ist immer dann am besten, wenn man ihn nicht sieht. Muss direkt moven, Atma. Scheiße, ja. Oh, fuck. Müsst ihr doch packen. Boah, wir haben ja perfekt. Das ist perfekt. Schutz durch die Häuser und alles. Ja, hat irgendjemand ausgesucht. Auf das. Wenn nicht schon irgendjemand in den Häusern sitzt und wartet. Sollen ja auch nicht hoch zu den Häusern, wir sind ja. Bin gerade so drin. Ah, sehr gut, gut zu wissen. Oh, knappe Scheiße. Schon wieder. Boah, irgendwas schießt. Von vorne. Ja, aber nicht hierher. Die schießen sich an der Brücke ab. So, jetzt erstmal ein Schmerzmittel reinpfeifen. Fuck, ich hab gar keinen Red Bull. Müssen noch moven wieder. Martin, brauchst du noch Help? Alles gut, also? Alles gut. Bin dran. Scope mal ein bisschen. Irgendwas ist in den Häusern. Von hinten. Von oben. Ja, als erstes auf mich. Hau ihn weg. Atma. Hast du ihn, Henne? Ja, er ist tot. Gut. Sehr gut. Komm, 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 komm. Ah, danke. Ah. Nimm schnell den Koffer. Yes. Jetzt habe ich nicht mehr viel. Ich habe nur noch Verbände. Ich habe noch einen Koffer. Ich habe auch nur noch Verbände jetzt, weil ich den genommen habe. Gib den Koffer. Da. Guck dann, ich guck mal was schnell, was der Tote hat. Vielleicht hat er was für dich. Danke. Achso. Ja, wir müssen noch moven, ja? Ja. Nee, der hat nix. Moved, 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 moved. Da ist doch jemand beim Boot. Beim Boot sind hinten welche. Kannst du snipen, Henne? Ja, aber die schießen, nee. Aber die können. Oh, also, das war eben nur aus Versehen ein Querschläger. Ich hab's unter Beschuss, lauf! Ja, hier vor uns ist auch noch einer. Direkt vor meiner Nase. Scheiße. Ah, fuck! Ach, jetzt leckt bei mir alles. Hat mich erwischt. Ein Kill? Ja, da, ach, da oben hinterm Stein sitzen sie, ja. Ja, ich hab die gesehen, aber bei mir leckt's. Ja, ich hab den einen erwischt, dann war die Muni leer und dann haben sie mich niedergeschossen. Scheiße. Ah, Mann. Ich schaff's wahrscheinlich nicht. Boah, fuck ich auch nicht. Scheiße. Ach, von irgendwo von hinten rum gesniped. Wahrscheinlich jetzt gestorben. Wollte ich durch zwei Mauern abschießen, dem Moment, wo die Ballerei losging, hat wieder alles geleckt bei mir. Da krieg ich jedes Mal die Krise. Ja. Es war halt kaum noch ein Squad, gell. Es waren noch ein Squad, eins, ja, zwei. Ja, das hat mich gerade echt geärgert. Schade. Weil es wird genau in dem Moment, wo ich rechts gescoped habe, wieder geleckt hat. Und als es wieder lief, hatte ich schon kein Leben mehr. Also das ist... Ja, das ist... Ja. Vier Kills habe ich gemacht. Das, war ordentlich. Dank, muss ich sagen, meines hervorragenden Scopes. Zweifach. Ja, aber nicht, das war meine M16, wo der Typ dich drauf geschossen hat. Der mich gedreht hat mit der M16 auf Feuerstoß. Brr, 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 brr. Ja, aber war doch eigentlich schon ganz cool. Ich finde auch, wir waren nicht schlecht. Definitiv nicht. Wir haben es auch taktisch diesmal schlau platziert. Ja, der letzte Rest war natürlich wieder klassisches Kringelpech, wie ich es immer habe. Genau auf der anderen Seite, ganz weit weg. Ja, aber dafür, dass wir, ich sag jetzt mal, Kringelblech hatten, Kling. Wir waren alle Top 10, alle drei. Ja. Und wir hatten viel Klingelpech. Aber dafür haben wir es trotzdem gut gemacht. Weil ich meine, wir sind doch rübergekommen, haben es da noch geschafft zu überleben, haben da noch einen gekillt, uns wieder revived und da waren wir halt genau zwischen den Schusslinien. Ja. Das war das Problem und da mussten wir dann weg. Da war wirklich, wo das Kringelpech gegriffen hat. Hat der eine von denen hinterm Stein getötet eigentlich? Der eine ist auf jeden Fall, habe ich noch gesehen, weiß nicht, ob er ausgenockt war oder gekillt war. Also ich habe einen getötet, ja. Der unter der Klippe stand, hinter dem Stein, den habe ich ausgenockt. Und oben war einer, den wollte ich killen, dann hat es bei mir geleckt. Okay. Ja, weil ich hatte einen Kill. Das kann natürlich sein, dass dann noch einer gelebt hat. Hatte keinen mehr gesehen. Naja. Gut, man sieht sich, hört ja, sich. Ja, ich habe mich jetzt auch schon. Genau. Macht's gut, dann bis dann. Hatte die Ehre.